Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Wild at Heart, Real Authentic Uncut, der Männerkanal auf Roland Media. Mein Name ist Roland und ich freue mich, dass du wieder zugeschaltet bist. Heute haben wir einen neuen Gastsprecher, den Thorsten Nassal, und wir starten heute mit einer 10-teiligen Serie. Die große Überschrift der Serie ist Radical Transformation und das heutige Thema ist Werde erwachsen durch Vaterschaft. Und wie gesagt, dann kommen noch 9 weitere Themen wie Selbstdisziplin, tägliche Routine, raus aus der Sucht, Verbindung, warum ein Männercoach, lass deine Gefühle zu, Männer und ihre Sexualität werden wir sprechen. Wir setzen auch, wie man klar Grenzen setzt. Wir sprechen darüber, über gesunden Self-Talk und wir sprechen auch über Männer-Retreats mit dem Sohnemann, mit dem Junior. Also, aber heute geht's zum Thema Werde erwachsen durch Vaterschaft. Ja, und bis der Thorsten sich zuschaltet, freue ich mich natürlich, wenn ihr die Zeit nutzt und den Kanal abonniert. Das hilft dem Kanal und das hilft uns ganz einfach auch, die Message in die Männerwelt hinauszubringen, damit Männer sich wieder besser spüren, Zugang zu ihren Emotionen haben, besser kommunizieren, bessere Partner werden, bessere Väter werden, bessere Männer werden. Also, Kanal abonnieren, Video liken und in der Community sharen, das freut uns ganz besonders. Und jetzt schalten wir gleich den Thorsten dazu. Bis gleich, Leute. Thorsten, schön, dass wir es geschafft haben. Schön, dass du Zeit genommen hast hier für Wild at Heart, Real Authentic Uncut. Servus Thorsten, grüß dich aus Österreich. Wo steckst denn du? Ja, hallo Roland, danke für die Einladung. Ich wohne aktuell in Berlin. In Berlin, ja. Berlin ist Berlin. Berlin. War mal meine favorite Stadt, bevor ich in den Süden gezogen bin. absolut geile Stadt. Thorsten, wir starten ja mit einer ganz spannenden 10-teiligen Reihe, Radical Transformation, eine radikale Veränderung. Und ich denke, das ist auch, ja, sag mal, ein Zeichen der Zeit, ganz einfach, es braucht eine radikale Veränderung und es braucht sie auch speziell, finde ich persönlich, auch für Männer, ja, dass sie sich verändern, dass wieder in die richtige Richtung läuft, dass Männer sich wieder spüren, Männer wieder Emotionen zeigen. Und wir starten ja heute mit einem tollen Thema auch, da kommen wir später dazu. Aber bevor wir loslegen, lieber Thorsten, für unser Publikum, was ist so dein Background? Was ist deine Geschichte? Was hat dich motiviert, als Mann für Männer da zu sein? Ich nenne es wirklich da zu sein. Danke, das ist eine schöne Frage. Vor allem war ich nicht darauf vorbereitet. Ich habe mit 33, da war ich verheiratet, hatte 2 Kinder, ich hatte irgendwie einen netten Job, also der Rahmen war alles in Ordnung. Und neben meinem offiziellen Leben hatte ich so das parallele Leben, was einfach Drogenkonsum war, mit allen möglichen, mit täglich, regelmäßig, also wöchentlich oder in Intervallen. Und es war klar, dass wenn ich damit nicht aufhöre oder da keinen anderen Weg finde, dann wird mein gesamtes Leben, also ich werde dann einfach sterben. An meinem Drogenkonsum werde ich sterben. So, und dann gab es so eine Situation mit einer meiner Kinder, wo ich in meinem Drogenkonsumrausch einer meiner Kinder so angefahren habe. Und der Blick meines Kindes hat mich daran erinnert, wie meine Kindheit war. Und da war mir klar, hey, das ist so ein Turnaround, den will ich so nicht haben. Ich will so als Vater nicht sein. Ich will als Mann nicht so sein. Und wenn ich da nichts was verändere, dann werde ich dieselbe Bestie sein aus dem Elternhaus, aus dem ich komme. Und da war für mich klar, ich muss irgendwie was verändern. Das war als erster Schritt. Du hast gesagt, du hast so einen Rahmen, der war ganz okay. Rahmen heißt für mich Einengung. Hast du dich eingeengt gefühlt, im bürgerlichen Leben? Ich habe mich eingeengt gefühlt in diesem klassischen bürgerlichen Leben und mir war damals nicht bewusst, ich habe das so gewählt. Ich habe das gewählt, weil ich dachte, so macht man das richtig. Irgendwie ist es richtig, als Mann zu heiraten, Versorger zu sein, irgendwie Hund, Haus, Katze, Pferd, also alles so diesen Rahmen zu bedienen. Dann ist die Dunkelheit, der Schatten, die Angst in mir befriedet. Dann finde ich in mir Frieden, dann finde ich meinen Platz im Leben, dann weiß ich, warum ich auf diesem Planeten bin, was ich zu tun habe. Ja, ja. Hast du das so ein Idealbild gehabt? Weil ich frage deswegen, ich komme ja auch aus einem, ich sage mal, sehr heftigen Kindheit, ja, möchte nicht zu tief gehen, aber mit massiven Events, sagen wir mal so, über viele Jahre und habe dann geglaubt, ich habe damals
Als Kind kann ich mich erinnern, so, da gibt es eine Teekannenwerbung. Weißt du, ob du die noch kennst? Mann kommt mit dem Auto nach Hause, Sonnenuntergang, Frau mit Hund und zwei Kindern steht am Gartentor und die heile Welt und Mann freut sich. Und ich habe sowas gesucht, weil ich kannte ja sowas nicht von meinem Elternhaus. Und das war so eine komplette Illusion, die nicht Realität ist. Aber da bin ich rein, weil ich es auch besser machen wollte, habe dann trotzdem zwei Scheidungen gemacht und trotzdem alles verbockt, weil ich einfach diese Muster noch in mir hatte. Wann war, du hast gesagt, okay, diese Geschichte mit deinem Sohn hat dich zur Veränderung gebracht, aber was hast du dann tatsächlich gemacht? Oder wenn du sagst, okay, du hast versucht, in dieser Bubble zu leben, es besser zu machen als in deiner Herkunftsfamilie, trotzdem in diese Schiene reingekommen und dann wieder raus. Also zum Ersten ist es so, als ich mit 17 ausgezogen bin, war mir völlig klar, ich will es ganz anders machen, ich will es besser machen, so. Aber eigentlich habe ich ja gar keine Ahnung. Und dass ich erstmal, wenn ich aus dem Haus rausgehe, also die alten Schuhe mitnehme, der Familie, der Generation vorher, das war mir überhaupt nicht klar, so. Und ich war dann 33 und mir war klar, das Erste, was in meinem Leben passieren musste, ist, mein Drogenkonsum muss in irgendeiner Form, damals habe ich gedacht, kontrollierbar werden. Schöne Idee, wenn ich das heute so sage. Ich habe erstmal mich für eine Drogentherapie entschieden. So, das war so das allererste. Da bin ich dann hingegangen und habe erstmal angefangen zu gucken mit Anfang 30, wer bin ich überhaupt? So, das war so das allererste und alles andere, was so, das hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. So, es gab Ich habe jetzt nicht den Plan, ich mache das und es kommt am Ende dabei raus, wie wenn ich einen Platten habe, dann da, kommt das am Ende dabei raus, sondern es hat sich einfach so Step by Step entwickelt. Genau. Okay. Ja. Das Thema haben wir Radical Transformation. Wie lange hat deine Transformation, ich weiß, Transformation ändert im Prinzip ja nie, aber so die erste Phase, wie lange war so die erste Phase von dir, wo du gesagt hast, okay, mein Sohn guckt mich so an, ich muss was tun, wie du sagst, okay, ich bin eine bessere Version meiner selbst. Wo ich kann mich wieder in den Spiegel schauen. Ich glaube, es hat bestimmt 10 Jahre gedauert. So, da war ich Anfang 40, dass ich wirklich in den Spiegel schauen konnte und sagen konnte, ja, ich bin ansatzweise der, der ich sein möchte und ich bin ansatzweise, weiß ich morgens, wo mein Zuhause ist, also dass in mir ein Zuhause ist. Ich nicht die Marionette der Außenwelt bin, die ich immer wieder bediene, um es besser zu machen, sondern das ist meins, dafür stehe ich, dafür gehe ich und dafür brenne ich auch. Und dafür bin ich auch bereit, alle Konsequenzen, die es für mein Leben so mit sich bringt, zu verantworten. Das heißt ja auch, dass Veränderung ist ja nicht etwas von heute auf morgen. Manche wollen ja so, dass die suchen immer so einen Wunderheiler, einen Wunderguru, so die Wunderpille, die blaue oder die rote, je nachdem, auf welcher Seite man Matrix mal steht. Aber Veränderung da braucht Zeit. Veränderung, denke, hat auch Rückschläge, so war es bei mir immer. Wie ist es dir gegangen mit Rückschlägen in der Veränderung? Und was hat dich gehalten, weiterzumachen und nicht zu sagen, okay, ich gebe es wieder auf, es hat keinen Sinn? Also möchte ich gerne eine Geschichte aus meiner Drogentherapie erzählen. Also ich bin da hingekommen, von daher war klar, ich keine Drogen mehr. Das ist mir auch relativ schnell bewusst gewesen. Dann gab es so die Idee, hey, ich möchte jetzt auch mit dem Rauchen aufhören. So, dann habe ich mit dem Rauchen aufgehört und meine Gruppe hat mir damals gesagt, nach 2 Tagen, also Thorsten, du fängst wieder an zu rauchen oder du fliegst hier raus. Du bist unerträglich. Okay, dann ist mir irgendwie klar geworden, weil es gab einen Therapeuten, der hat halt von heute auf morgen alles irgendwie damals gelassen. Und ich hatte als Vorbild, hey, wenn der das kann, kann ich das auch. Es ist nicht mein Weg. Ich habe erstmal noch viele Jahre rauchen müssen, so. Dann bin ich vom Rauchen, habe ich dann das Rauchen, vom Drogenkonsum konnte ich das Rauchen irgendwann lassen. Dann habe ich mir das Essen wieder auf den Tisch geholt. Also ich war als kleines Kind ziemlich pummelig. Und Essen klauen war auch immer ein Thema in meiner Kindheit, so um mich zu stillen, zu trösten, so. Und das hat dann auch nochmal ungefähr diese 10 Jahre gedauert, bis ich an dieser Stelle irgendwie einen Weg für mich finden konnte, damit umzugehen. Also wirklich auch mich zu fühlen, mich wahrzunehmen. So war ja auch dein Intro, dass es dir auch darum geht, für Männer einen Raum zu schaffen, um sich wieder zu begegnen, um sich zu fühlen. Und erst mit dem Thema Essen, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich nochmal einen tieferen Weg zur Transformation zu mir selber gefunden. So einfach auch zu sehen, wann ich benutze ich Drogen oder wann benutze ich Essen, wann belohne ich mich, wann tröste ich mich, wann mache ich was gegen Langeweile, so an dieser Stelle.
Das hat locker 10 Jahre gedauert, auch wenn ich immer wieder dieses Memo hatte, ich muss mich jetzt richtig anstrengen, dann wird es richtig gut. Manchmal ist weniger mehr. Absolut, absolut. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, lieber Thorsten, weil viele also den Essproblem haben, die adipös sind oder ein Alkoholproblem haben. Man dockt, die doktern sehr häufig an, ja, am Symptom rum, eben am Übergewicht, am Essen oder am Alkoholismus oder wie auch immer, aber eben gehen nicht an die Wurzel, warum sie das tun, ja, was sie eben kompensieren oder übertünchen wollen oder wie auch immer. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und seit wann hast du dich entschieden, dass du dich auf Männerarbeit fokussierst? War da so ein ausschlaggebender Punkt oder? Ich habe 2009 in so einer Männergemeinschaften-Initiationswochenende durchlebt. Ich habe rückwirkend für dieses Wochenende gesehen, dass ich immer unfassbare Angst vor Männern hatte, Okay. dass ich ihnen nie vertraut habe. Und ich habe das dann viele Jahre gemacht, bin auch heute noch Teil dieser Gemeinschaft, um erstmal überhaupt Vertrauen zu Männern aufzubauen, dass ich darüber auch Vertrauen zu mir selber aufbaue. Das ist mir erst später bewusst geworden. Und vor 5 Jahren habe ich mich dann dazu entschieden, auch außerhalb dieser Gemeinschaft mehr meinen Fokus in diese Richtung zu legen, weil ich da viel Potenzial und ja, einfach viel Potenzial drin sehe, in der Welt, in der wir heute leben, Räume dafür zu schaffen, zu einer Transformation. Und genau. Sehr schön. Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du ja, dich mitteilst und auch teilst, deine Geschichte teilst. Und ich denke, das ist immer sehr wichtig. Das hat mir aber auch immer sehr geholfen, als ich mich so mit Männergruppen angeschlossen habe, die Geschichten nochmal von anderen zu hören. Also ich war eher sehr zurückhaltend am Anfang. Ja. Ich wusste auch nicht, was abgeht. Und mir hat es unheimlich geholfen, die Geschichten anderer Männer zu hören und für mich zu erkennen, ui, bin ich der Einzige, der so drauf ist oder dem so geht oder so. Das war für mich so der erste Schritt Richtung Heilung. Deswegen schätze ich das sehr. Vielen, vielen Dank. Lieber Thorsten, das heutige Thema ist ja, werde erwachsen durch Vaterschaft. Und das, ich denke, das knüpft ja auch ein bisschen da an, wo du gesagt hast, okay, du guckst in die Augen deines Kindes und du sagst, jetzt muss ich erwachsen werden, ja, raus aus der Kleinkindrolle, aus der Opferrolle oder welche Rolle auch immer, sondern erwachsen werden, diesen Schritt zu machen. Warum hast du genau das als erstes Thema gewählt, als Einstieg? Ich mache seit 1,5 Jahren hier bei mir in Berlin im Kiez so Vater-Kind-Gruppen. Die Väter sind so Anfang, Ende 20 bis Mitte 40. Die Kinder sind zwischen 1 und 6 Jahren. Und wenn ich das so von außen betrachte, dann erlebe ich immer wieder, also sehe ich einen Teil von mir selber, wie ich als junger Vater war. Ich hatte immer die Vorstellung von, ich weiß, wie es richtig ist. Ich habe es ja gelernt. So. Und jetzt, dadurch, dass meine Kinder ja erwachsen sind, habe ich einfach auch viel mehr verantworten können von dem, was ich verbockt habe. Ne? Also wo ich nicht da war, wo ich nicht zugehört habe, wo ich übergriffig war, wo ich aus alter Emotion heraus gehandelt habe. So. Und ich hatte vor 6 Jahren, das hat mir das Leben so geschenkt, die Option, dass mein Sohn zu mir gezogen ist, damals auch aus Österreich. Und wir haben innerhalb dieser Männergemeinschaften Initiationswochenende gemeinsam durchlebt und haben das ein oder andere auch Männerwochenende hier bei Berlin schon zusammen gemacht und haben darüber ganz viel, glaube ich, Beziehungsarbeit leisten können, einander zuhören, so einander vertrauen, einander präsent sein, so. Und ich glaube, dass die Rolle des Vaters heute eine ganz wichtige ist. Und ich erlebe die jungen Väter oft als sehr unsicher, schwach, ängstlich. So. Genau. Und ich gucke in den Spiegel. Ich war als Anfang 30-Jähriger, ich war so. Ich war einfach so. Ich habe zwar eine große Fresse gehabt, so. Um es mal so krass auszudrücken, aber eigentlich habe ich keine Ahnung gehabt. Ich wusste nicht, wie spiele ich mit meinem Kind. Das wusste ich nicht. So. Ich habe dann im Laufe der Zeit einen Stück weiten Weg gefunden, mit meinen Kindern in Beziehung zu gehen, zu bleiben und vertrauensvolle Räume zu schaffen und auch zu akzeptieren,
Ja, wir gucken auf das Leben in diesem Bereich, in diesem Thema ganz anders auf. Und es geht nicht darum, dass ich Recht habe oder du Recht hast, sondern wir gucken einfach anders drauf. Absolut. Nicht besser oder schlechter als anders. Ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich habe ja auch, wie gesagt, kein Vorbild gehabt als Vater. Habe auch gerade mach alles besser und soll auch natürlich verbockt, weil ich keine Ahnung hatte, was ich tun soll. Aber ich bin halt irgendwann auch drauf gekommen, ja, mein Vater hat auch kein Rollenbild gehabt, weil sein Vater ist im Krieg gefallen, also auch von einer Mutter erzogen worden. Ja, der ist auch versucht hat, ihr Bestes zu geben. Und ja, und ich hab dann für mich später erst erkannt, dass mein Vater eigentlich auch total unsicher war. Er hat es einfach nur mit durch Gewaltausbrüche kompensiert. Aber im Prinzip war er auch komplett unsicher, er hat auch keinen Plan gehabt. Also ich habe für mich gespürt, im tiefsten Herzen liebt er mich und meinen damaligen Bruder. Aber der hat auch null Plan gehabt, was er tut. Und konnte auch mit uns nichts anfangen. Also ich kann mich auch nicht erinnern an gemeinsame Spielzeiten oder so. Und ich konnte das mit meinen Kindern auch nicht. Absolut nicht. Also ich konnte später was unternehmen, wohin fahren. Ja, hinfahren. Dieses klassische Ablenkungsspiel, man guckt sich was an, keine Ahnung, man macht Sport oder sowas, aber so richtig spielen oder so, außer Märchen vorlesen, habe ich auch nicht hingekriegt. Und ich finde ganz wichtig, diesen Moment dann zu erkennen und zu akzeptieren. Es fällt mir schwer. Punkt. Ja. Und auch sich selbst vergeben, glaube ich, oder? Oh, das klingt ganz, ich sag's mal, fancy, aber die Akzeptanz dessen, dass ich nicht weiß, mit meinem Kind in Beziehung zu gehen, mit dem zu spielen, außer zu sehen, zu dem zu sagen, wie es zu spielen hat, ist ganz wichtig. Es gab so eine Situation, da habe ich mich erlebt, dass ich meinem Kind von oben angeschafft habe, wie es denn jetzt richtig die Legos aufzubauen hat und es so zu spielen hat. Und ich kann mich an die Augen erinnern, so meines Kindes. Und es war einerseits ein vertrauter Moment, aber vertraut war, weil ich den kleinen Thorsten habe da sitzen sehen. Und die großen alten Eltern haben immer gesagt, wie ich was zu machen habe. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich diesen Switch hinbekommen habe. Wenn ich in Beziehung gehen will mit meinem Kind, dann bin ich derjenige, der runtergeht. Ich gehe runter auf die Augenhöhe. Und du bist derjenige, der die Regie in diesem Spiel gerade führt. Und wenn ich jetzt hier den Tee trinke, dann trinke ich den Tee. Wenn wir jetzt irgendwie Lego spielen, dann gibst du die Regeln vor. Wenn ich der Böse bin, dann bin ich der Böse. Wenn ich der Gute bin, dann bin ich der Gute. So, nicht von, ich versuche dich als Kind zu manipulieren, wie es richtig ist, von meinem Verstand her, sondern ich gebe den Rahmen, das Vertrauen in die kindliche Welt einzusteigen. Damit baue ich Beziehung auf, damit baue ich Vertrauen auf, damit baue ich Sicherheit auf und damit baue ich Bindung auf. Aus dieser Bindung heraus kann ich mir selber begegnen und habe auch eine Beziehung zu mir und zu meinem Kind. Aber dieser Weg, der ist lang. Und dass ich in die Vergebung gehen kann, das klingt als großes Ziel. Und ehrlicherweise gibt es auch heute noch Dinge, wo ich richtig dran zu knabbern habe. Ja? Ich denke, oh, mit dem Wissen heute würde ich es gerne anders machen. Aber es ist nie zu spät, oder? Man kann die Uhr nicht zurückdrehen, aber es ist, glaube ich, nie so spät, doch noch Beziehungen aufzubauen, wenn man ehrlich herangeht und wirklich auch Verantwortung übernimmt. Nicht sich rechtfertigt, wenn ein Kind sagt, ich musste arbeiten und ich musste das tun und muss das tun. Also nicht sich rechtfertigen, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Ja? Und schlussendlich auch sich selbst vergeben können. Was auch ein schwieriger Punkt ist. Und die Verantwortung übernehmen und auch dafür gerade stehen und ob mir jemand darauf vergibt, mein Gegenüber, darauf habe ich keinen Einfluss. Und in welchem Zeitfenster das stattfindet, habe ich auch keinen Einfluss. Ich kenne das auch, dass Männer dann sagen, ja, und ich habe doch alles gemacht, jetzt habt doch Verständnis für mich. Das gehört dann nicht hin. Nein. Mein Kind vergibt mir, wenn es soweit ist. Meine Aufgabe ist, von meinem Verständnis, deswegen finde ich das Bild so toll, dieses, dein Hintergrundbild. Ich halte den Rahmen, ich bleibe in Beziehung, ich halte das, ich bleibe immer an diesem Feuer der kindlichen, also der elterlichen, väterlichen Beziehung. So. Absolut. Und zu deiner Frage vorhin, warum ich mich auch für dieses Thema entschieden habe. Wir als Väter haben eine andere Beziehung zu unseren Kindern. Ich kann mich erinnern, dass mein Sohn irgendwann mal gesagt hat, ich hätte mir mehr Diszipliniertheit von dir gewünscht, also mehr Rahmen.
Das hat mich erstmal total getroffen. Und heute verstehe ich ansatzweise, glaube ich, was er damit meint. So. Also, dass ich an manchen Stellen auch eine andere Sprache benutze als die Mutter. Und das ist Absolut. nicht gut oder schlecht, sondern dass ich habe eine andere Position. So. Und das ist auch das, was ich von am Anfang gemeint habe, dass wo ich die Väter oft als schwach erlebe, unsicher, ängstlich. So. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich diese Räume aufsetze. Und da irgendwie vertrauensvoll da zu sein und da hinzugucken und zu gucken, okay, bin ich der Vater, der ich sein möchte? Oder was hält mich zurück an dieser Stelle? Zum Beispiel, fantasiere mal, wenn du jetzt mit einer Mutter aufgewachsen bist, oder zumindest kenne ich das oft so, dass Männer, die mit in Frauenhaushalten aufgewachsen sind, dass sie oft Schwierigkeiten haben, in Konflikte reinzugehen. Absolut. Ja. Ich habe das, für mich war das lange Zeit emotional existenziell. Ich habe das immer wieder vermieden. So. Bin dann immer eher geflüchtet. Ich Ja, ich auch glaube, das mal. ist auch. Immer ab Bitte. durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Heute noch, wenn ich emotional wo drinnen bin in einer Beziehung und es kommt um einen Konflikt, dann bin ich weg. Baue ich ab. Ja, absolut. Passiert mir immer wieder noch. Aber du hast vorher auch was Spannendes gesagt, das Thema, dass der Sohn gesagt hat, er hätte mehr Disziplin eingefordert. Ich kann das auch verstehen. Ich kann mich erinnern, in meiner zweiten Ehe, mein Stiefsohn war damals 16 oder so, auch wie gesagt, alleine mit Mutter aufgewachsen und Schwester. Und er hat gesagt: Mach Roland, ich bin so froh, du setzt mir Grenzen. Ich habe mir gesagt: Das ist der Tom, ich bin nicht dein Vater, aber von hier bis hier, zwischen. Bewegst du dich, aber hier ist eine Grenze, hier ist eine Grenze. Und der war auch total dankbar dafür. Er sagte, meine Mutter hat mir nie Grenzen gesetzt. Sie ist nur irgendwann komplett ausgeflippt, wenn sie überfordert war, hat nur geschrien. Aber ich wusste, ich habe was falsch gemacht, aber ich wusste nicht genau, was. Also ich wusste, dass ich was falsch gemacht habe, aber ich wusste nicht, was ich hätte machen sollen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Viele sagen ja den Kindern, was sie nicht wollen, statt den Kindern klar zu sagen, was ich von dir möchte. Das ist auch, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, als Vater dem Kind nicht nur ja, klare Regeln zu geben, weil es braucht ein Regelwerk. Das hat ja nichts mit Bevormundung zu tun, aber ich glaube schon, dass ein Kind ein gewisses Regelwerk braucht, um sich zurechtzufinden. Wie siehst du das? Auf alle Fälle. Und die Regel, die ich heute aufstelle, die darf sich ja auch, manchmal ist ja auch einfach so, dass sagt, hier jetzt Stopp. Und das, wie wir vorhin das im Vorgespräch auch hatten, kann auch eine Momentaufnahme sein. Momentaufnahme sein. Hey, hier ist jetzt einfach jetzt mal eine Grenze. Schluss jetzt. So. Und ich kann im Nachhinein immer noch hingehen, hey, da war ich, was weiß ich, zu emotional oder ich musste einfach nochmal darüber nachdenken. Okay, wie könnte ein Weg sein? Und ich kann mich erinnern, dass mit, einer meiner Kinder dann irgendwann auch diesen Moment gab, weil ich diese ewige Diskutiererei, die ist mir richtig auf den Kessel gegangen. So, und das Kind dann irgendwann gesagt hat, du, aber ich brauche ja diese Reibung, weil du bleibst ja in Beziehung. Ne? Ich brauche diese Begrenzung, diese Reibung, und mit dieser begrenzten und Reibung kann ich in die Außenwelt gehen. Dann kann ich mich in dieser Außenwelt erleben. Damit kann ich mich ausprobieren. Und mit dieser neuen, ausprobierten Sichtweise komme ich wieder zurück. Und dann reiben wir uns wieder, dann reiben wir uns wieder, dann reiben wir uns wieder, dann wird es begrenzt, dann wird es aufgemacht. Als ein lebendiger Prozess. Ich zum Beispiel komme aus dem Haushalt so, das haben wir jetzt gesagt und das muss ich mir immer merken. So habe ich auch gedacht. So habe ich am Anfang auch irgendwie Vaterschaft gelebt. Dass das totaler Käse ist für mich und für das Kind, das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. So. Und ich habe auch mal gedacht, dass Mama und Papa, die haben den gleichen Erziehungsstil. Nein. Nein, haben sie nicht. Sehr schöne Dinge. Genau. Carsten, eine provokante Frage. Als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, ich bin immer wieder den Titel durchgegangen. Werde erwachsen durch Vaterschaft. Und für mich kam immer so ein Bild auf, das Kind als Übungsball, damit ich erwachsen werde. Kannst du das Thema noch ein bisschen greifbarer machen? Was meinst du genau, werde erwachsen durch Vaterschaft? Sollte man nicht erwachsen sein, bevor man Vater wird? Ja, nur weil ich eine 18 vorne drehen, stehen habe, auch meinen Personalausweis und einen Führerschein habe und wählen darf, ist der totaler Cut, also totaler Quatsch. So, ne? Also, was mir im Laufe der Jahre wirklich erst bewusst geworden ist, dass in dem ich Vater geworden bin, ich war 26 und 27, ist mir meine eigene Kindheit wiedergeliefert worden. Die hat neben meinem Kind auf dem Schoß gewissen Punkt meine Verhaltensweisen,
mein gesamtes System, was ich für Bilder von meiner von Frauen hatte, von meinem Vater, von Großeltern, das habe ich alles mitgeliefert bekommen. Und im Laufe des Vaterseins hat sich das alles abgearbeitet. So, ich auch, konnte auch immer tiefer das Kind sehen, wie das Kind ist. So, nicht wie ich denke, dass Kinder zu sein haben, wie ich als Eltern zu sein habe, sondern was ich auch für eine Rolle habe in einer Position. So. Und auch was für eine Verantwortung ich habe. Und Kinder lernen nicht über das, was wir reden. 21, 22, 23, sondern über das, was ich tue. Genau, das ist der Unterschied zwischen Erziehung und Sozialisation. Erziehung, ich sage meinem Kind, was Sozialisation ist. Ich lebe es im Idealfall positiv vor. Ganz genau. Ganz genau. Also da geht es auch um die eigene Integrität. Ne? Rede ich jetzt zum Beispiel davon, ich treffe mich regelmäßig mit Freunden und habe da eine gute Zeit, das nährt mich seelisch, oder rede ich darüber von, ich sollte, ich hätte, ich müsste? So, ne? Zum Beispiel. Oder wie gehe ich in Konflikten um? Das hatten wir ja vorhin auch, ne? Schreie mich nicht an. Aber wenn ich jedem Mal, wenn ich die Grenze nicht wahrnehme, wenn ich jetzt die Grenze nicht setze, dann immer völlig ausflippe, dann bin ich ja nicht in Integrität, dann bin ich ja nicht glaubwürdig. Dann sage ich dem Kind das und mache das, damit schaffe ich Unsicherheit. Und es geht von meiner Perspektive darum, mir dessen bewusst zu sein. Mit dessen bewusst zu sein und das auch zu verantworten. Auch zu sagen, hey, da habe ich eine Grenze überschritten, es tut mir leid. Ich bin darum bemüht, das zu verändern. So. Ist ja im Job genauso. Also wenn eine Führungskraft was anderes tut, als es sagt, gleiches Thema. Und wie war das? Menschen verlassen nicht die Firma, Menschen verlassen ihre Chefs. Absolut. Genau, das so. Und das hat mir auch, das habe ich gelernt im Laufe meines Vaterseins, so dass es nicht darum geht, das, was ich gesprochen habe, sondern das, was ich tue. Das, was ich tue, ist das, was am Ende des Tages entscheidend ist. Daran orientieren die sich. So. Und mir dessen auch bewusst zu sein. Mir dessen bewusst zu sein. Ich kann noch so viele Apps installieren für meine Kinder auf deren Handys, Rechner, Laptops, wenn ich ständig an meinem Handy hänge, wenn ich ständig vorm Rechner bin. Absolut. Ich möchte ein Thema mit dir noch besprechen, Thorsten. Bitte. Und zwar Väter, die präsent sind im Sinne von noch in der Familie. Also ich meine jetzt nicht präsent geistig anwesend, sondern du weißt, was ich meine. Sind noch verheiratet, sind noch im gemeinsamen Haushalt, wie es so schön heißt. Und Väter, die so eine Wochenendbeziehung haben mit Kindern, wo man doch eher wenig Alltag hat, sondern eher das Entertainment macht und ja versucht, wieder alles aufzuholen, mehr oder weniger. Und dann auch meistens ja überhaupt kein Regelwerk hat, sondern einfach nur Fun präsentiert. Ja, meistens. Ich meine, ich kenne auch Väter, die haben die Kinder zwar am Wochenende, schieben es dann auch wieder weg, aber die meisten Väter versuchen doch aus schlechtem Gewissen heraus, Entertainment zu machen. Und das ist ja auch nicht gut. Da bekommen die Kinder ja auch ein falsches Bild. Welchen Tipp kannst du diesen Vätern geben, die so diese klassischen Wochenendväter? Schöne Frage. Ich glaube, das, was du im Vorfeld auch gesagt hast, die gemeinsamen Räume zu entwickeln, zum Beispiel dieses gemeinsame Lesen und vielleicht auch eher kleine alltägliche Routinen entwickeln und nicht diesen Samstag gehen wir ins Kino und in den Zoo und beim nächsten Mal machen wir das, also viel dieses Entertainment, sondern vielleicht ist weniger mehr. So, einfach auf den Spielplatz gehen, je nachdem, wie alt die Kinder sind, also mich auch an den Kindern orientieren und auch da in den Austausch zu gehen. So. Und ich glaube, das ist ganz schwierig. Da gibt es da irgendwie, gibt es da das Konzept, die Antwort? So. Ich glaube, weniger ist mehr an dieser Stelle. So Ich denke wirklich auch, in weil Beziehung zu sein. wenn man nur Entertainment macht, baut man nicht wirklich Beziehung auf, weil man ist ja wieder nur abgelenkt durch das Entertainment. Und das ist auch unfair der Mutter gegenüber, die denn auch die finanziellen Mittel gar nicht hat und gar nicht das bieten kann, was. Fuck. Hat man das jetzt gehört? Muss ich das rausschneiden? Ein bisschen. Ja. Weil das FaceTime leider über den Computer kommt. Okay. Gehen wir noch zu der Frage zurück. Das heißt, wenn man eine Wochenendbeziehung hat mit seinen Kindern oder eine Ferienbeziehung, was ja sehr häufig der Fall ist für Männer,
wenn man das überkompensiert, also ich bin der Meinung, das ist nicht wirklich gut, weil auf der einen Seite, ich baue keine Beziehung auf, ich habe Entertainment, ja, ich verbringe die Zeit mit meinem Kind, ja, verbringe, damit die Zeit rumgeht. Und auf der anderen Seite finde ich es auch der Mutter unfair, die oft gar nicht die finanziellen Mittel hat, da mitzuhalten. Also ich bin in die Falle getappt. Ich kann mich erinnern, ich habe damals in Mallorca gelebt, meine Kinder sind eingeflogen oder ich habe sie geholt, je nachdem, vom Alter. Dann gab es volles Entertainment, was ein Riesenhaus, Poolparty, den ganzen Halligalli. Die Mutter konnte das nicht machen und habe das dann auch gefeedback bekommen und sagt, du, das passt irgendwie nicht, weil die Kinder haben natürlich, die glauben, das geht dann so weiter, wenn sie wieder bei der Mama sind. Und deswegen finde ich es gut, was du gesagt hast. Weniger ist mehr. Und es ist vielleicht wirklich besser, wie du sagst, so tägliche Routinen zu machen, bei kleinen Kindern wirklich hinzusetzen, vorzulesen, einfach Dinge gemeinsam zu unternehmen, aber nicht so außerordentliche Geschichte, weil im Prinzip, wenn man ehrlich ist als Vater, also wenn ich so mich reflektiere, man hat ja nur versucht, sein schlechtes Gewissen irgendwie zu übertünchen. Und hat gesagt, okay, ich gebe jetzt noch mehr. Im Prinzip hat man nichts von sich gegeben, hat nur mehr Geld ausgegeben, wenn man ehrlich ist. Also ich will jetzt nicht sagen, ob aus dem schlechten Gewissen heraus, es ist für mich, ich hatte ja, oder wir hatten, unsere Beziehung war ja viele Jahre über diese Distanz, mal Augsburg, Salzburg, dann Berlin, Salzburg. Mir hat es oft wehgetan, diese Diskrepanz zu erleben. Als verbindliches Beispiel, wir sehen uns jetzt an diesem Wochenende, du hast als Kind das angefangen, das große A zu schreiben. Hey, wow, das Erfolgserlebnis. Und das nächste Mal sehe ich dich beim kleinen N. Ich habe diesen Zwischenraum nicht. Und auch diese Trennung, die hat also für mich, bei mir war das immer auch irgendwie einen gewissen Schmerz hinterlassen. So. Und das habe ich natürlich auch manchmal, wie du auch gesagt hast, durch Entertainment, auf welcher Ebene auch immer, versucht zu überspielen. Mir hat es eher wehgetan und es war jetzt nicht so, ja, und dann habe ich das einfach gemacht, um es irgendwie darüber zu gehen, um dem jetzt nicht den Raum zu geben. Wobei ich das jetzt auch nicht so komplett ablehnen will, sondern wenn ich meine Kinder mit dem, ach ja, das tut mir so weh und ich finde es so schade und so doof, das gehört da nicht hin. Das ist auch etwas, was ich auch lernen muss als Vater, dass dieser Schmerz, der darf natürlich da sein. So, der gehört aber nicht immer an die Kinder. Da muss ich einen anderen Platz zu haben. Absolut. Das braucht einen anderen Platz. Kinder brauchen ein Elternhaus, einen Vater, an den sie sich anlehnen können. Der darf traurig sein, der darf wütend sein, der darf weinen, das ist alles in Ordnung. Aber nicht, dass ich meinem Kind irgendwie vermittle von, du musst jetzt das heile, heile Segen machen oder das Pflaster sein. So. Absolut. Und das ist das, was ich meine mit dem Erwachsenwerden. Das passiert mir, wie du das auch vorhin so schön gesagt hast. Ich bin in diese Falle getappt. Vielleicht hast du es währenddessen schon gemerkt, hey, puh, hier tue ich etwas. Und es wird Zeit, das zu verändern. Das ist auch der Prozess des Erwachsenwerdens währenddessen. Absolut, absolut. So ein Abschlusstipp für Väter, die so in der Transformation sind vom, ich sage wirklich bewusst, das ist nicht böse gemeint, aber vom Kleinkind zum Mann und Suche Männer umgekehrt auch der Kreise. Vater sind. Bitte? Suche dir Kreise von Männern. Suche dir Väter, die kleinere Kinder haben, die größere Kinder haben. Such dir einen Wegbegleiter in deinem Leben. Männliche. Und rede darüber, was in dir stattfindet. Absolut. Absolut. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Danke dir, Roland, für die Einladung. Ich danke dir und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, dann auf den nächsten Teil. Sagen wir jetzt um das Thema Selbstdisziplin, deine tägliche Routine. Auch ein wichtiges Thema zum Thema Erwachsenwerden, denke ich. Mann. Oder Mann werden generell. Mann sein, Mann werden, wie man das bezeichnen will. Lieber Thorsten, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Roland. Und ja, für unsere Zuschauer, wenn ihr mit Thorsten Kontakt aufnehmen wollt, wir werden euch natürlich unten in der Beschreibung in Videos die Kontaktdaten, die Webseite dazu geben. Und dann könnt ihr gerne mit dem Thorsten auch Kontakt aufnehmen. Thorsten, Abschlussfrage: Steht irgendein Workshop an, den du anbietest mit Männern und Kindern oder Retreats? Es geht ein Workshop an vom 29.09. bis zum 1.10. hier in Berlin. Das Thema heißt Mut meets Wut. Genau. Aber das ist nicht mit Kindern. Also da bringen wir unsere eigenen Kinder mit, um denen mal den Raum für Mut und Wut zu geben. Genau, das steht jetzt gerade an. Okay, und der Event und die Beschreibung und die Buchung ist möglich auf deiner Webseite. Ja.
Okay. Werden wir unten verlinken. Nochmal vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Berlin. Danke, ciao. Mach's gut, Titi. Ja. Ja, das war der erste Teil aus der Reihe Radical Transformation mit Thorsten Nassal. Mir hat es unheimlich gut gefallen. Ich habe es sehr, sehr authentisch gefunden, sehr tiefgehend gefunden und ich glaube, es waren so die wichtigsten Punkte drinnen, wo man als Vater und als werdender Mann oder ja, und als Vater hinschauen soll. Liebe Leute, wie gesagt, in der Beschreibung habt ihr die Kontaktdaten von Thorsten Nassal, seine Webseite. Mit den ganzen Infos, mit der Arbeit, die er anbietet, die Workshops und so weiter. Und ja, nochmal, bitte das Kanal abonnieren, das unterstützt den Kanal und die Männerarbeit, damit wir die Message verbreiten können. Ich danke euch, alles Liebe, Roland von Roland Media, Wild at Heart, Real Authentic, Uncut. Vielen, vielen Dank, alles Liebe, ciao.